Schauen wir jetzt mal auf die Noten. Über die Spieler noch bringen wir, was hinter uns. Genau. Dass wir hier mal die Bewertung anfangen. Und zwar mit Jan Sommer fangen wir wie immer an. Wie gesagt, ich finde, er hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Ja. Er hat, ich glaube, 2-3 Dinger von Johansson gut gehalten, die er gerade noch über die Latte oder an die Latte gelenkt hat. Ich würde ihn in dem Fall auf jeden Fall ganz gerne auch einen grünen Smiley. Ja, bin ich dabei. Unter ihm. Wobei man natürlich sagen muss, dass 2-0, das 2-1, ein Ralf Fährmann hält den Ball halt einfach, weil er größer ist. Ne? Das muss man leider sagen. Aber das ist, die Entscheidung hat Borussia eben getroffen. Ja. Das reden wir häufiger drüber. Wir haben halt kleine Torhüter und das ist dann so. Ja. Aber weil es war, es hätte nicht viel gefehlt und er hätte den Ball bekommen. Ja, das stimmt. Aber wie gesagt, ansonsten hat er auch mit ein paar Bällen absolut das Ergebnis noch festgehalten. Auch reaktionsschnell bei einem abgefälschten Ball mal, wie auch schon im Spiel gegen Hannover, gegen Korb. Also er ist auf dem Weg der Besserung. Ja. Ja, Linksverteidiger Nico Elvedi. Ja, okay. Ich meine, bei der Entstehung des 2-2 sieht er nicht gut aus. Ja, aber ich fand es in Ordnung. Er hat nach vorne auch einiges versucht, hatte ein paar Vorstöße. Ich würde ihm da mit einem gelben Smiley bewerten. Ja, wie gesagt, er arbeitet wahnsinnig viel. Ich habe das Gefühl, dass auch bei ihm so ein bisschen, gerade so in den letzten 5 bis 10 Minuten, hatte ich das Gefühl, die Mannschaft ist nicht mehr da in der Lage, was zuzulegen. Ja. Da muss man dann vielleicht auch mal darüber sprechen, über Fitness. Aber gut, wenn immer die gleichen Spieler spielen, ist das auch kein Wunder. Muss man sich irgendwann nicht wundern, ja. Und er läuft halt den ganzen Tag die Linie rauf und runter und irgendwann fehlen dann vielleicht auch die letzten Körner dann da. Ja, das glaube ich auch. Die Innenverteidigung mit Westergaard und Ginter. Tja. Sie beide haben wieder mal einige Dinger weggeblockt, ganz ordentlich. Beim Gegentor, ich glaube, Westergaard sieht da nicht ganz so gut aus. Beim 2-2 meinst du? Ja, beim 2-2. Ja. Und deswegen. Aber ich finde es in dem Fall schwer zu bewerten, weil sie waren jetzt auch nicht wirklich so im Blickpunkt, wie jetzt zum Beispiel in Hannover sind mir viel, viel mehr Szenen im Kopf geblieben, wo sie irgendwie wirklich aktiv eingegriffen haben, ob es jetzt defensiv oder offensiv war. Gegen Bremen habe ich eigentlich jetzt so. Gut, Westergaard blockt natürlich die Chance von Bremen in der ersten Halbzeit aus dem Strafraum in letzten Moment weg. Das ist auch immer gut. Und Ginter hat einiges auch mit rausgeköpft. Also das war in Ordnung, das war solide. Das heißt für uns? Das heißt für uns, glaube ich, eine Misch... Gelb-Grün. Ja. Für beide. Ja. Okay. Bei Reece Oxford machen wir mal direkt weiter. Ich glaube, da müssen wir nicht viel drüber reden. Da wird es leider rot. Ja. Also der Junge ist, wir haben es ja immer wieder gesagt, fußballisch talentiert. Nur gerade auf der rechten Seite, ich finde, im Dortmund-Spiel hat man es noch am wenigsten gesehen. Gegen Hannover schon und jetzt gegen Bremen vor allen Dingen. Da stimmt halt sehr, sehr häufig das Stellungsspiel nicht. Ja. Er ist da einfach auf verlorenem Posten und macht keine glückliche Figur. Er ist ja eigentlich Sechser. Wollte ich gerade sagen, er ist eigentlich nicht der Rechtsverteidiger. Und da möchte ich jetzt, nachdem wir über Oxford gesprochen haben, direkt die rechte Seite komplettieren, indem ich dann zu Hofmann übergehe. Er hat offensiv auch mit Hofmann jemanden, der defensiv ihm auch nicht den Rücken so frei hält, beziehungsweise ihn nicht so unterstützen kann, dass er sich auch mal einen Fehler erlauben kann, sagen wir es so. Ja, und ich glaube, dass tatsächlich eigentlich die Idee von Dieter Hecking ist, dass gerade deswegen Jonas Hofmann überhaupt spielt, weil er von den Leuten, die wir noch zur Verfügung haben, für die Außen, derjenige ist, der am defensivsten denken kann. Oder von zumindest glauben wir das. Ich sehe aber überhaupt keine Unterstützung für Oxford. Ich sehe ihn viel rumlaufen, vorne, in der Mitte, keine Ahnung was. Und immer wenn Bälle kommen, gerade tun wir mal so, als wäre hier Hasan Bremer Spieler, ja? Und erinnern wir uns an die erste Halbzeit, dieser lange Flügelwechsel hier rüber. Ja. Dieser Raum hier, dieser Raum hier ist komplett frei. Und dann, jetzt schon fast Matthias Sammer-like Oxford hier. Die Taktiktafel. Ja, Oxford muss hier reinrücken und das muss er immer wieder tun. Der Traum wird wahr. Oxford rückt immer wieder rein, dann kommen hier solche Flügelwechsel, die Bälle werden hier reingespielt und er ist völlig allein und muss dann entweder diese Seite zumachen oder diese. Und es ist natürlich erstmal von den Jungen nicht einfach, der sowieso sich schwer tut mit dem Stellungsspiel, aber wenn er dann auch keine Unterstützung bekommt, was soll er machen? Deswegen, ich würde Jonas Hofmann da auch leider mit einem traurigen roten Smiley. Ja, also ich meine, wer versucht, in einer Situation, wo wir eine Ecke gerade verteidigen,
und dann versucht mit dem Vorbeilegetrick sozusagen direkt am eigenen Strafraum den Konter einzuleiten, der natürlich nicht funktioniert, der vorne wirklich in die Gegenspieler reinläuft und damit Gegenangriffe. Wir wurden ja letztes Mal schon so ein bisschen dafür kritisiert, dass wir Hofmann so Bashing betreiben, aber ich sage, bitte sagt uns, was wir Gutes daran finden sollen an dem Auftritt. Der Spieler, beziehungsweise, was rechtfertigt, dass er spielt im Vergleich zu anderen? Was hat der für einen Mehrwert für die Mannschaft, außer dass er halt da ist und ein paar Bälle weiterleiten kann, was aus meiner Sicht jeder Bundesligaspieler eigentlich tun sollte. Ja. Und ganz ehrlich, wir haben auch von Hofmann schon bessere Spiele gesehen. Das ist jetzt auch in nicht, Hannover hat es ja an manchen Stellen auch ganz gut gepasst. Genau, es ist ja auch nicht so, dass wir ihm alles absprechen wollen, aber er bringt im Moment Dieter Hecking, und das sagst du, glaube ich, richtig, lässt ihn deswegen spielen, weil er sicherlich mehr Stabilität vielleicht bringt als Grifo, der vielleicht ein bisschen offensiver denkt. Und der auch eher links spielen würde. Genau, aber deswegen spielt er, um, glaube ich, ein bisschen kompakter zu sein, um auch Oxford zu unterstützen, und das tut er halt nicht. Und wenn er auch dann vorne eigentlich überhaupt keinen Effekt hat. Ich habe mir bei dem Tor von Zakaria gewünscht, dass Zakaria schießt und ihn nicht auf den zweiten Pfosten legt, so Hofmann, weil ich nicht weiß, was dann passieren würde. Also ganz ehrlich, da ist auch, er hat kein Vertrauen in seinen Abschluss. Er hat einen schönen Schuss gegen Hannover zugegeben, der leider nicht im Tor gelandet ist, aber das ist einfach grundsätzlich, finde ich, ein bisschen zu wenig. Ja. Und wir würden uns freuen, wenn es anders wäre. Wir haben keinen Spaß daran, hier Spieler schlecht zu bewerten, aber wenn man es halt leider im Moment nicht sieht, dann ist es so. Ja, und das Ganze wird komplettiert eben dadurch, dass dann Oxford auch noch zu allem Überfluss dann bei der Ecke zum 2-1 sich dann eben relativ hängen bleibt. Mehr übel weg oder relativ leicht wegblocken lässt. Und das war halt eine Variante von Bremen, da ist er drauf reingefallen, ja. Sieht dann doof aus. Also, wie gesagt, die rechte Seite passt nicht. Das war schon im letzten Spiel eigentlich so. Ja. Da ist es noch gut gegangen. So kann es nicht weitergehen. Ich weiß nicht, ob Toni Janschke, der eingewechselt wurde, noch nicht so weit war, weil ansonsten muss er wieder rein. Also da, selbst wenn er jetzt auch diese Saison noch nicht gut in die Mannschaft gekommen ist, wir wissen, was er kann. Und das kann er definitiv die Seite zumachen. Auf jeden Fall. Das sollte er hinbekommen. So, dann widmen wir uns wieder etwas Positiverem, und zwar die Doppel-Sechs. Ich finde, Kramer und Zakaria, wie gesagt, Zakaria macht quasi anderthalb Tore. Ja. Vorzuhalten ist ihm aber definitiv, dass er ein bisschen zu forsch in die Zweikämpfe, besonders in den zweiten nach seiner gelben Karte gegangen ist und da knapp der Gelb-Roten entkommen ist. Trotzdem muss man das mit dem Grünen belohnen. Aber genau, weil ich meine, das sind zwar Zweikämpfe, da kommt er dann zu spät, aber er will die Zweikämpfe führen und ist auch immer geil darauf, jeden Zweikampf zu führen und auch zu gewinnen, und das ist viel wert. Vielleicht ist das für die Zukunft auch gerade so gesehen, das hört sich jetzt nicht doof an, aber vielleicht ist es für die Zukunft gerade auch eine gute Sache, dass er daraus nochmal auch ein bisschen lernt. Er ist jemand, der auch definitiv Kritik annimmt. Er hat sich schon sehr verbessert im Laufe der Saison in manchen Sachen, Ballannahme, bestimmte Spielentscheidungen und so weiter. Deswegen, ich glaube, das wird ihm im Endeffekt helfen. Und ich meine, wir haben gelernt, dass junge Schweizer hitzköpfig sein können in den letzten Jahren. Also, und was daraus geworden ist, ist ja jedem bekannt. Von daher, klar, man lernt aus seinen Fehlern, und der angesprochene Chaka gerade ist auch oft genug vom Platz geflogen wegen Dummheiten und hat es irgendwann kapiert. Zakaria ist jetzt noch nicht vom Platz geflogen. Ja, aber ich glaube auch, er wird schneller kapieren. Ja, und auch so ein Klaps auf die Finger wie jetzt kann auch mal ganz gut tun. Jo, bei Kramer bin ich auch definitiv bei Grün, weil er war gerade in der zweiten Halbzeit, war er die Figur, die auch für das Aufbäumen stand, für die Kompaktheit stand. Und man sieht ja vor allen Dingen immer bei Leuten, wie wichtig sie sind, wenn sie nicht mehr da sind. Und der Verlust von Kramer war sicherlich der Knackpunkt, der das Spiel fast noch komplett gedreht hätte. Ja, Kramer macht eigentlich das in den letzten beiden Spielen, was wir von ihm gefordert haben. Und zwar, dass er Verantwortung übernimmt und führt. Ja. Das hat er jetzt getan. Schade, dass er raus musste, weil wir haben gerade eben schon in unserer Analyse gesagt, das wäre vielleicht anders gekommen. Aber Fußball ist kein Spiel der Konjunktive. Oh Gott. Okay, Thorgan Hazard. Ich finde, ich würde ihm Gelb und Grün geben. Also bei mir ist es eine klare Gelbe in Anführungsstrichen. Eine klare Gelbe. Nein, ist für mich einfach ein durchschnittlicher Auftritt. Der hat am Anfang gut begonnen, auch recht trickreich. Finde ich, da hat er sich einiges getraut, auch in der ersten Halbzeit. In der zweiten ist mir persönlich einfach die Präsenz abhanden gekommen. Aber wenn du sagst, du hast da noch mehr gesehen. Also ich finde, es war eigentlich in der zweiten Halbzeit waren viele nicht mehr so präsent wie in der ersten Halbzeit. Und ich finde eigentlich, dass das Thorgan Hazard in der ersten Halbzeit viele Bälle hatte und immer wieder Tempo aufgenommen hat und eigentlich sehr aktiv auch auf dem Platz war. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Okay. Deswegen würde ich gerne noch den Grünen dazu nehmen. Auch wenn man natürlich sagen muss, dass Thorgan Hazard jetzt mittlerweile mit seiner
mit seinen vielen Spielminuten auf dem Buckel auch in der zweiten Halbzeit vielleicht auch mal ein bisschen mehr Motor sein kann, als er anstatt, sage ich mal, genauso zu versinken wie andere. Ja gut, man kann aber auch sagen, er hat eben sehr viele Minuten auf dem Buckel und dann ist auch irgendwann eben vielleicht auch der Kopf auch ein bisschen leer. Sicher. Ich meine, der Kader wurde ja ursprünglich dafür zusammengestellt, dass man in solchen Situationen auch mal alle paar Spiele mal ein bisschen durchwechseln kann. Ja. Wir hatten auf den Flügeln ja fast ein Überangebot, haben wir gedacht, vor der Saison. Jetzt haben wir was waren wir dumm? Jetzt haben wir ein Lazarett auf der einen Seite und untaugliche Spieler auf der anderen. Da reden wir ja gleich nochmal drüber. Weil ich meine, wen soll man denn bringen für ihn? Ja. Vielleicht kommt für die linke Seite Grifo noch in Frage, der offensichtlich bei Hacking defensiv durchfällt. Aber gut, dann müsste Hazard rechts rüber und dann kommt er gar nicht mehr mit seinem Fuß in die Schussposition. Ja. Auch wenn das im Moment leider auch nicht viel bringt. Also, ja. Was soll man sagen, Michael? Ich würde sagen, wir machen jetzt hier schnell weiter und zwar mit Lars Stindl. Und ich finde besonders da, auch wenn er jetzt gegen Hannover wieder besser war, ich hatte eigentlich jetzt das Gefühl, dass es so ein bisschen tankleer. Ja. Ich habe auch den Eindruck, dass er einfach auch ein bisschen, er ist überspielt. Normalerweise würdest du ihn ein Spiel rausnehmen, eine Woche mal schonen und dann ist es wieder gut, so nach dem Motto. Gehst du mit Gelb-Rot ja, d'accord? Da gehe ich d'accord. Weil, also eigentlich sagen wir auch immer, wenn Stindl auch nicht seine besten Spiele hat, ist er eigentlich immer irgendwie Dreh- und Angelpunkt und in vielen Situationen wichtig. Und eigentlich in jeder Offensivszene. Und er hat beteiligt. Auch immer wieder, auch selbst in dem Spiel, wieder einige gute Ballweiterleitungen und über. So, aber er hat aber auch viele Bälle verloren, beziehungsweise Fehler gemacht. Also nichts Gravierendes, aber ja. So kennt man ihn nicht. Ja. Und das ist eine Sache. Er kann in der jetzigen Phase auch nicht so vorangehen, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und das ist natürlich gerade beim Kapitän ein Problem. Ich persönlich mache ihm da keinen Vorwurf, weil man kann es nachvollziehen, aber es hilft uns natürlich nicht. Ja. Ich finde, Raul Bobadilla hat eine solide, ich würde bei ihm einfach einen gelben geben. Ja, absolut. Er hat sich eigentlich nichts zu Schaden kommen lassen. Er hat eigentlich das gemacht, was er machen kann. Er braucht ein bisschen Glück beim Abschluss, wo Pavlenka noch ganz gut hält. Dann macht er ein Tor und dann sieht es auch alles ganz anders aus. Wenn er mal ein Tor machen würde, sähe die ganze Sache wirklich ganz anders aus. Er hat ein ordentliches Spiel gemacht. Ein bisschen glücklos, aber er hat viele Bälle wieder gesichert. Er hat auch, gerade in der zweiten Halbzeit, war er vorne der Aktivposten. Er bindet auch Spiele. Und man hätte das vielleicht vor Wochen nicht geglaubt, aber er ist tatsächlich momentan nicht unser Problem, muss man ehrlich sagen. Ich finde, ganz besonders auffällig ist seine super Frisur, die eigentlich von Woche zu Woche besser wird. Ich möchte noch einen roten dazu. Den setzt du aber auf den Kopf. Dann. So, komm, den machen wir so. Ah, wir müssen den aber dann den Kopf, da müssen wir eigentlich an den Seiten beschneiden, den Smiley, damit er dann auch passend ist. Na gut, das ist jetzt gemein. Nein. Also, hast du eigentlich mal überlegt, dass wir einfach das zukünftig als die Köpfe machen von denen? Guck mal, das hat doch so ein gewisses, hat doch was. Guck mal, Ich schaue mir das mal im Schnittraum schaue ich mir das mal ganz genau an. Ich glaube, ich finde es nicht gut. Außerdem die Doppelköpfigkeit wäre dann ein Problem. Ja, wir müssen aber uns noch kurz Michael Cuisance genauer anschauen, weil er ja auch in der Halbzeit schon gekommen ist. Ja. Und ich würde da auch einen gelben Smiley. Absolut. Er hat auch nicht viel falsch gemacht und hier, er kriegt einen Kopf. Ja, kriegt einen großen Kopf. Dass er fußballerisch ein Top-Talent ist, ist klar, aber und dass er aber gleichzeitig noch nicht die Reife hat, um auch vielleicht immer die richtige Entscheidung zu treffen, ist auch klar. Ich sehe ihn auf perspektivisch auch nicht unbedingt als Sechser, höchstens im Dreier-Mittelfeld, dann eher so Achter-, Zehner-Position. Ich würde ihn gerne mal, und ich glaube, das ist vielleicht eine Möglichkeit, auch mal dieses Problem auf den Flügeln zu beseitigen. Ich würde ihn gerne mal als auf der rechten Seite sehen. Mhm. Weil ich meine, viel unauffälliger als Hofmann kann man nicht spielen. Patrick Herrmann, gehen wir direkt zu ihm über. Seine Zeit ist abgelaufen bei Borussia. Ja, also jetzt waren es aber auch wenig. Ja, aber er spielt ja jetzt keine Rolle beim Trainer. Und man hat auch nicht das Gefühl, dass wenn er reinkommt, dass da jetzt nochmal explosionsartig Herrmann nach vorne prescht und nochmal frischen Wind bringt. Er läuft ein bisschen die Linie entlang und ich meine, ich kann es auch verstehen. Er ist auch, glaube ich, einfach genervt und das ist. Er hat ja nochmal gesagt, er will die Rückrunde abwarten und so. Und ich wiederhole das jetzt jede Woche. Patrick Herrmann, sucht dir einen Verein, wo die Leute sagen, hier kommt der Nationalspieler von Mönchengladbach, der in der Bundesliga begeisternde Spiele gemacht hat, tolle Dribblings und so weiter, wo die Leute dich wieder so schätzen, wie du es vielleicht auch verdient hast. So momentan
ist niemandem damit geholfen. Unser Kaderplatz wird damit blockiert und es wird nichts mehr. Ja. Ich lege mich da jetzt einfach fest. Ich finde es. Wenn nicht, ich bleib dabei. Wenn das doch nochmal irgendwie was werden sollte, wunderbar, dann soll er jedes Spiel spielen und dann freue ich mich, dass so ein Talent, was bei uns mit 15 Jahren zu Borussia gekommen ist, weiterhin bei uns spielt. Ich sehe es nur einfach nicht mehr. Ja. Und Julian Korb ist das beste Beispiel, dass man mit einem Wechsel auch nochmal seine Karriere frischen Wind richtig schön beleben kann. Ja. Ja. Als letztes noch Toni Janschke ist reingekommen, hat jetzt auch nicht so auffällige Szenen gehabt. Ist halt. Ich finde aber, er hat wie schon bei seinem Einsatz, bevor er sich wieder verletzt hat, eigentlich das gemacht, was wir sehen wollen, nämlich geradlinig gespielt. Ja, genau, das ist es. Und diese Geradlinigkeit, die hat er ein bisschen vermissen lassen in den Spielen, wo er zwischenzeitlich mal zum Einsatz gekommen ist. Wenn das wieder da ist, dann haben wir zumindest jemanden, der uns da hinten mehr Sicherheit gibt. Ja, das ist richtig.